Heide Mario von Musikmesse TV, das ist die PRS Custom 24 und die will ich jetzt mal näher vorstellen. Die PRS Custom 24 ist die wohl am meisten nachgefragte PRS-Gitarre überhaupt. Sie wurde 1985 zum ersten Mal auf der Musikmesse von Paul Reed Smith vorgestellt und etablierte sich sehr schnell zum Klassiker. Diese PRS-Gitarre hat eine gewölbte Tentop-Ahorndecke im Livingston Lemon Drop. Ganz kurz zur Bezeichnung Tentop-Ahorndecke. Man hat bei PRS keine Klassifizierung wie AA, AAA oder Vierfach A wie bei anderen Herstellern. Man hat bei PRS die Wahl aus Flame Maple oder Quilt Maple oder eben Tentop Flame Maple oder Tentop Quilt Maple. Also hier die Tentop Ahorndecke, die höchste Qualitätsstufe an Ahorndecken, die man bei PRS überhaupt bekommen kann. Der Korpus mit Double Cutaway und der eingeleimte Hals sind aus Mahagoni. Das Griffbrett ist aus Palisander und hat an den markanten Stellen die Bird Inlays. Eine kleine Anmerkung zum Hals. Die Custom 24 hat ein Regular-Halsprofil. Es ist nicht zu dick und nicht zu dünn. Es liegt genau dazwischen und gewährleistet dadurch ein sehr angenehmes Spielgefühl. Custom 24 lässt schon erahnen, dass es 24 Bünde gibt. Die schöne Kopfplatte ist ausgestattet mit Locking-Tuners und trägt den PRS-Schriftzug. Hinter dem Kunststoffsattel befindet sich die Abdeckung mit Modellnamensprägung, unter der man Zugang zum eingelegten Halsstab bekommt. Die Saiten laufen mit einer Mensur von 635 mm vom Sattel zum PRS Tremolo mit justierbaren Saitenreitern. Das Tremolo ist mit vier Federn an einem Messingblock weich aufgehängt. Den elektrischen Part übernehmen PRS eigene Pickups. Zwei 5708er Humbucker mit der Bassausführung als Steg-Pickup und der Treble-Ausführung als Hals-Pickup decken ein sehr breites Klangspektrum ab. Mit einem 5-Wege-Pickup-Schalter kann man sie einzeln oder zusammen anwählen. Folgende Kombinationen sind möglich. Position 1, Steghumbucker alleine. Position 2, Steghumbucker und parallel geschaltete Einzelspule des Hals-Pickups. Position 3, Steg- und Halshumbucker. Position 4, Hals-Single-Curl und Steg-Single-Curl parallel geschaltet. Und Position 5, Halshumbucker. Mit einem Volume-Regler und einem Tonregler kann man die Tonabnehmer kontrollieren. Beide Regler wurden leicht versenkt montiert. So, jetzt gibt es ein paar Soundbeispiele. Ich fange mal mit Clean an. So, weiter geht es mit angezerrten Sounds.
So, jetzt geht es mehr in den Highgain-Bereich. Ja, für die tiefer gestimmten Sachen ist die Gitarre natürlich auch perfekt geeignet. Die PRS Custom 24 ist eine sehr hochwertig verarbeitete Gitarre. Sie vereint klassische Gitarrenmodelle in einem Instrument ohne Kompromiss und bietet dadurch ein sehr breites Klangspektrum an. Aber auch Spielkomfort auf höchstem Niveau rechtfertigen das Preis-Leistungs-Verhältnis. Wer auf der Suche nach einem professionellen Instrument ist, sollte es nicht verpassen, mal eine PRS Custom 24 in die Hand zu nehmen, auszuprobieren, um sich selber eine Meinung zu bilden. Das war's von mir. Tschüss, euer Mario.